Ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Wochenorakel für die Zeit vom 27. Juni bis 3. Juli 2022. Ja, ich habe hier mit dem Golden Lenormand 6 Karten ausgelegt. Ich lege hier kein Thema fest. Wir schauen, welches Thema zeigt sich. Dieses Orakel kann jetzt auf dich zutreffen, muss aber nicht. Du bekommst jetzt bei mir noch bis Ende Juni, also den ganzen Juni noch, also die letzten paar Tage, alle Videolegungen zum halben Preis. Einfach in die Infobox schauen, da findest du den Link zu meiner Homepage und da kannst du dich gerne für eine Kartenlegung, kannst du gerne eine Kartenlegung buchen. Am Ende dieses Orakels habe ich wieder eine Frage ausgesucht von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, die ich dann eben beantworte. Ich mische dann live die Karten und wenn auch du gerne eine Frage beantwortet haben möchtest und vielleicht schon im nächsten Wochenorakel mit dabei sein willst, dann schreib mir einfach in die Kommentare unten deine Frage rein. Vielleicht suche ich mir schon beim nächsten Wochenorakel deine Frage aus. Ja, es geht jetzt los. Wir haben hier die Karte, der Blumenstrauß, der steht für Einladungen, Überraschungen, Dates. Also es kann hier wirklich sein, dass du hier in dieser Woche eine Überraschung bekommst. Wie auch immer diese Überraschung aussehen mag, wir wissen jetzt noch nicht, für welchen Bereich das gültig ist. Es kommt hier etwas überraschend auf dich zu, vielleicht bekommst du eine Einladung, vielleicht bekommst du hier wirklich einen Vorschlag zu einem Date. Schauen wir einfach mal weiter. Ja, das ist hier definitiv eine Einladung, die du hier bekommen wirst. Ja, mit dem Reiter, das steht ja auch für Nachrichten, Botschaften, etwas kommt in Bewegung, Treffen, Verabredungen. Also hier geht es ganz, ganz stark darum, dass du höchstwahrscheinlich in dieser Woche eine Einladung bekommen wirst. Dann haben wir die Mäuse, etwas geht hier in den Verlust, Zweifel, Sorgen, Ängste. Kann auch sein, dass eine Verabredung, die für diese Woche ausgemacht wurde, vielleicht verschoben wird. Mit den Mäusen würde ich jetzt nicht sagen, dass es endgültig in den Verlust geht, sondern dass hier vielleicht etwas verschoben wird oder etwas ja auf einen späteren Zeitpunkt festgelegt wird. Es kann aber auch sein, dass du in dieser Woche eine Einladung bekommst, dass in dieser Woche dieses Treffen stattfindet und dann muss es trotzdem verschoben werden aus irgendwelchen Gründen. Ja? Aber hier geht es wirklich darum, dass du mit einer Überraschung, mit einer Einladung rechnen kannst. Dann haben wir das Schiff, vielleicht auch eine Einladung zu einer Reise. Ja? Das Schiff steht für Reise. Kann auch sein, dass das noch ein bisschen zeitverzögert ist, ja, dass du zwar eine Einladung für eine Reise bekommst, aber das dauert noch, bis sie dann tatsächlich stattfindet. Oder du sehnst dich schon sehr lange danach, dass dir jemand eine Einladung zukommen lässt, sich bei dir meldet und jetzt wird das in dieser Woche kommen. Dann haben wir den Anker. Der Anker steht für die Arbeit, also es kann auch sein, dass du hier in der Arbeit eine Überraschung bekommst, vielleicht überraschend eine Geschäftsreise oder du bekommst hier einen Gutschein für eine Reise, was auch immer, ja. Kann jetzt für den Beruf betreffen, für den einen oder anderen wird es in der beruflichen Ebene der Fall sein, für den nächsten kann es auch in der privaten Ebene sein, denn der Anker steht auch für die feste Verankerung, eben auch für partnerschaftliche Dinge, alles mit dem man fest verankert ist, ja. Aber es kann, wie gesagt, sein, entweder bekommst du in dieser Woche eine Einladung und sie wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, denn das Schiff steht ja auch dafür, dass etwas noch länger braucht. Ja? Mit der Zeitverzögerung kann es sein, dass es sich um ein paar Tage hinauszögert. Oder aber du bekommst in dieser Woche eine Einladung, eine Überraschung, irgendetwas, was dich sehr freuen wird, was mit einer Verabredung, mit einem Treffen, mit einer Reise zu tun hat, das vielleicht in dieser Woche sehr spontan stattfinden wird, oder man plant es zumindest, dass es in dieser Woche sehr spontan stattfinden wird, und dann wird es aber doch nicht stattfinden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, dass man einfach hier eine Verabredung verschiebt, aber nicht absagt. Und dann haben wir die Routen für Gespräche, Diskussionen, Auseinandersetzungen. Vielleicht gab es hier in der Vergangenheit Streitgespräche, die jetzt hier wirklich auch aufgelöst werden. Man setzt sich wieder zusammen, man spricht miteinander und du bekommst hier auf jeden Fall
eine sehr, sehr tolle Überraschung. Ja, also ich glaube ganz, ganz stark, es betrifft in dieser Woche das Privatleben, kann natürlich auch das Berufsleben betreffen, aber ich glaube sehr stark, das hat mit Treffen zu tun, das entweder in dieser Woche geplant wird und dann muss man spontan verschieben, oder du wartest schon sehr lange und in dieser Woche kommt das jetzt, oder es wird etwas geplant zu einem späteren Zeitpunkt, eine Reise, eine Verabredung, irgendein Treffen. Ja, klar ist aber, dass hier irgendeine wunderbare Überraschung auf dich zukommt, wenn du mit diesem Orakel angesprochen werden sollst. Streitdiskussionen lösen sich auf und es kommt jetzt hier wirklich etwas Freudiges in dein Leben. Das sagt ja auch der Blumenstrauß. Ja, für Freude, Überraschungen. Da sei einfach mal gespannt, was hier auf dich zukommt. Ja, das war jetzt mal das Wochenorakel und jetzt, mische ich die Karten neu. Ich habe mich nämlich heute für einen männlichen Zuschauer entschieden, und zwar für den Heinrich. Und der Heinrich möchte gerne wissen, ob er seinen Haushalt, also da steht, Hallo Anja, ich hätte eine Frage, werde ich mein Haus halten können? Also der Heinrich möchte gerne wissen, ob er sein Haus halten kann. Und dann mische ich jetzt einfach die Karten. Und möchte hier drei Karten als Antwort haben. Und wenn auch du gerne eine Frage stellen möchtest, einfach in die Kommentare reinschreiben. Hier haben wir die Lilien, das steht schon mal für Harmonie, Frieden. Dann haben wir die positive Veränderung und den Neubeginn. Also ich glaube ganz, ganz stark, dass du hier dieses Haus halten wirst können. Da aber die Störche, wenn das Haus jetzt dabei liegen würde, wäre es ein Umzug. Ja, Haus und Störche wären hier der definitive Umzug. Also es wird sich etwas verändern, ja, aber es kommt der Neubeginn. Jetzt sehe ich gerade, ich weiß nicht, wie alt du bist. Das wäre zum Beispiel die klassische Kombination für eine Schwangerschaft. Ja, da du ein Mann bist, ja, wird das nicht funktionieren. Aber es wird sich hier etwas verändern. Ja, vielleicht ist es auch zu einem späteren Zeitpunkt, dass du Vater wirst. Das kann natürlich auch sein. Ja, das muss ja nicht gleich passieren. Das kann auch gegen Ende des Jahres passieren, weil wir hier die Lilien haben, die stehen für den Winter. Es geht aber jetzt hier um die Frage, ob du dein Haus halten wirst können. Und ich glaube ja. Also es kommt hier Frieden rein, es kommt hier die positive Veränderung rein und es kommt der Neubeginn. Also von mir hast du hier ein definitives Ja. Es kann aber allerdings wirklich dauern. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du bis Winter das Haus noch halten wirst können und im Winter entscheidest du dich selber wegzuziehen, etwas zu verändern. Selbst wenn das der Fall sein sollte, wäre das für dich auch sehr gut, denn du hast hier den Neubeginn und den Frieden, ja? Also wie auch immer das Ganze jetzt für dich ausgehen mag, ich glaube, du wirst mal bis Ende des Jahres das Haus einmal definitiv halten können. Ja, ich hoffe, ich konnte dir deine Frage beantworten. Ich sende dir liebe Grüße und euch allen eine wunderschöne Woche. Ciao!